Servus, Gerte-Wargamer, Hardcore-Strateg und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde hier in Comet Mission Black Sea und ich bin ein bisschen ratlos. Nicht tragisch, aber ich habe sehr, sehr viele Optionen, was Waffensysteme angeht und keinerlei Erfahrungswerte, wie ich damit umzugehen habe, beziehungsweise welche Systeme ich für was genau einsetze. Deswegen machen wir es so wie immer, ich improvisiere ein bisschen. Fangen wir auf der linken Seite an. Wir haben ja noch, nicht nur mutmaßlich, sondern wir haben noch russische Bewegungen hier in dem Waldstück. Ich würde sagen, wir bleiben derzeit mit unserem Third Squad erstmal in den Positionen. Wir können hier mit dem Bravo-Team vom Third Squad quasi von der Flanke feuern, falls auf das Able-Team oder auf Alpha-Team jemand zukommt. Lass mal die Russen da ruhig über den Bahndamm drüber. Wir werden aber hier natürlich zeitgleich mit unserem Second Squad schauen, dass wir uns ebenfalls in die Richtung bewegen und den Feind dort aufspüren. Wir warten hier 20 Sekunden und dann können wir uns hier auch ein Stück weiter bewegen. Gut. Ah, ich müsste eigentlich nochmal ein weiteres Squad darüber bringen. Jetzt schauen wir mal. First Squad. Third Squad. Second Squad. Ja, wisst ihr was? Ich verlege jetzt die Infanterie hier rüber. MK-19 zweimal. So, das Aufklärungsteam, dass ich direkt schon mal einsteigen. Das zweite Team, das sich ein bisschen bewegen, denn die Aufklärer muss ich ja besonders schützen. Und hier werden wir unser Maschinengewehr in Stellung bringen. Bis hier vorarbeiten und dann mit Slow in diese Position. Muss ich das System auch erst wieder aufstellen? Deploy Weapon ist dann auch auf Lafette. Ne, bin auf zwei Beinen. Wobei sieht aus wie Lafette fast schon. Und die sollen sich dann dort auch verstecken. Schauen wir uns das mal von vorne an. Ne, Position hier wäre schöner. Und die sollen ihr Feuer tatsächlich jetzt erstmal halten. Die möchte ich nicht, dass die sich jetzt erstmal zu erkennen geben. Dann auf der rechten Flanke. So. Was leider nicht klappt, das habe ich vorhin schon probiert. Wir haben hier hinten immer noch den sowjetischen Artilleriebeobachter. Dieses Fahrzeug hier. Und es wird zwar gesehen, und zwar hier von dieser Einheit. Von dem Striker. Ich kann ihn allerdings... Ich zeige es euch auch nochmal, ich kann allerdings nicht das Ziel hier anvisieren. Das wird ziemlich sicher daran liegen, wenn ich mir jetzt vorstelle, machen wir mal die Bäume weg, gehen wir mal ungefähr auf die Höhe. Wenn also hier unser System dieses Fahrzeug erkannt hat und wir können sehen, wir können nicht allzu viel sehen von dem Fahrzeug. Damit ich Excalibur-Munition ins Ziel bringe, die ist nämlich GPS gesteuert. Das heißt, der Kommandant muss hier auch GPS-Koordinaten angehen. Und wenn er hier von dem Fahrzeug quasi nur den Turm sieht, wird er nicht richtig ordentlich ausmachen können im Raumvorteil, vor allem auf die Entfernung. Wir reden hier von knappen 2 Kilometer. Wir schauen nochmal. Ja, knappe 2 Kilometer. Kann er natürlich relativ schlecht per GPS bestimmen, wo dieses Fahrzeug genau steht. Dementsprechend kann ich hier die Excalibur-Munition meiner Mörser-Fahrzeuge nicht einsetzen. Nächste Frage ist, ob ich dieses Duo hier zwischen MK-19 und 50 Cal hier noch stehen lasse, um dieses Ziel zu bekämpfen. Oder ob mir das Fahrzeug hier problematisch wird. Es sieht für mich aus, dass wir in guter Feuer, wir haben auch schon einige Treffer gelandet. Ich würde die beiden tatsächlich jetzt hier, ihr wisst ja was, den verlege ich ein Stück zurück. Hier hätten wir Javelins.
frage mich, ob ich vielleicht das Javelin-Team hier drüber schleichen soll. Was nicht so schön ist, dass wir natürlich dann hier vielleicht in Sichtweite von feindlicher Infanterie kommen. Aber ich denke, es ist ein Versuch wert. Ich splitte hier mal das Anti-Tank-Team ab. Hier ist die Javelin, sind zwei Mann. Ist interessant, die kann ich nicht bewegen. Wahrscheinlich dauert es ein bisschen. Die kann ich... Ah, okay. Die können sich nicht schnell bewegen wahrscheinlich, weil das Waffensystem so schwer ist. Wir werden es jetzt mal hier hochpirschen. Ist hier eine Möglichkeit, dass man vielleicht... Ich schaue mir das mal an. Nee. Ich habe gedacht, vielleicht macht es noch irgendwo Knick, wo ich vielleicht meine Infanterie etwas geschützter ablegen kann. Ja, bringen wir die mal in Position. First Squad, Second Platoon kümmert sich jetzt hier noch um das Waldgebiet. Um noch eventuelle Russen hier rauszuscheuchen und unser Sniper-Team. Bewegen wir hier rüber, um mal über die Brücke drüber schauen zu können. Gut. Schauen wir jetzt nochmal von dem Fahrzeug aus an. Von irgendwoher muss ich es doch unter Feuer nehmen können. Ja, also von dem Waldgebiet ist es allerdings von uns aus gesehen auf der anderen Seite vom Bahndamm. Ansonsten ist überall dieser vermaledeite Bahndamm. Ja, okay, wir können schon sehen. Hier drüben. Das ist die Position, wo wir hin müssen. Den Bereich muss ich nehmen. Das ist wahrscheinlich mit einer der wichtigsten Bereiche hier auf dem Gefechtsfeld. Von hier aus, ja, von hier aus habe ich Blick über alles. Da muss jemand hin. Ich lasse mal das Aufklärungsteam hier noch weiter arbeiten. Schau mal, wo wir die genau hinbewegen. Ja, hier wäre eine gute Position. Hier ist eine gute Position. Schauen wir mal, ob wir sie da aufstöbern können. Gut. Dann, nächstes Problem. Dieser BRDM mit der 14,7 mm Kanone. Derzeit gesehen hier von unserem Scout-Platoon. Die Drohne ist die... Nein, die Drohne observiert immer noch den Bereich. Ist gut zu wissen. Kann ich trotzdem Mörser anfordern? Point Target. Ja, Strike Vehicle. Wir nehmen Precision, also die Excalibur-Munition. Und wir nehmen General, also hochexplosiv. Soll nicht in der Luft sprengen. Die Schrapnell dürfte dem Fahrzeug nicht allzu viel ausmachen. Oder doch? Ne, wir probieren jetzt mal General. Confirm. Dann soll er das mal ins Ziel leiten. Und unsere schweren Maschinengewehre, die werde ich jetzt hier positionieren. Dann können wir eventuell auf sowjetische Infanterie feuern, die sich hier in den Wald rein bewegt. Ja, bringen wir die mal vorwärts.
Park den Striker hier rückwärts ein. Setzen wir mal ein Team hier ab. Ja. Deploy Weapon. Unser Stinger-Team. Das ist ja auch gut. Hätte ich mal darauf achten sollen. Das ist nur das Headquarter von der First Section. Die haben überhaupt keine Stingers dabei. Mein Gott. Ja, dann verlegen wir sie dahin, wo sie hingehören. Zurück zum Team. Durch den Zaun durchbrechen. Und dann hier rüber und die Jungs lassen wir absteigen. Das Ding haben sie dabei. Das Mount. Okay. Gut, aber, na gut, die Jungs sind unterwegs. Frage ist immer noch, was ich mit meinen Anti-Tank-Guided Missile Striker mache. Derzeit würde ich sagen, ich lasse sie noch als Reserve. Ja, die bringen wir jetzt noch als Reserve ran. Positionieren die mittig und können uns dann immer noch im Bedarfsfall dann dafür entscheiden, an welche Positionen wir die verlegen. Nummer 1. Das zweite Fahrzeug verlegen wir hier rüber an die Baumlinie. Dass wir uns hier einfach ein bisschen breiter aufstellen. Und den dritten lassen wir uns nochmal zur besonderen Verfügung erstmal hier. So, hier ist das zweite Stinger-Team. Dann bringen wir die rüber. Und was mir jetzt noch fehlt, ist Aufklärung für, ich sag mal, für die Bereiche hier in dem Wald. Da möchte ich mein drittes Platoon absetzen. Allerdings möchte ich es natürlich nicht absetzen, ohne nicht vorher zumindest rudimentär geschaut zu haben. Wir lassen jetzt mal meine Scouts hier wieder aufsteigen. Die sitzen schon und dann werden wir das mit dem Fahrzeug machen. Ja, das hier ist der Zielbereich für die 155mm Munition, der jetzt hier den Auftrag hat, den Bereich zu stören. So, Tunguska. Kann ich denn bei der Tunguska Spotting? Frage wäre, ob ich das Ziel anvisieren kann mit dem hier. Ja gut, wir haben unsere Javelins auch unterwegs. Da wird schon eins funktionieren. Was mich wundert, ist, dass die Jungs hier nichts sehen. In ihrem Fire Support Vehicle. Haben die ein Remote Weapon System? Ist das ein Remote System? Muss ich schnell nachschauen. Nicht, dass ich da einen Fehler mache. Striker. Ist der Anti-Tank Guarded, Engineer Squad Vehicle, Fire Support Vehicle, Standard Fire Support Variant of Striker. Kann ich jetzt nicht entnehmen aus der Information, ob der einen Turm hat oder nicht, aber es. Nee, es ist nicht so wie das Aufklärungsfahrzeug, da muss keiner rauf.
Müsste ein Remote Weapon System sein. Bei mir geht es darum, dass eigentlich müsste der hier hinten eigentlich die Ziele auffassen können. Er sieht sie nur nicht. Und ich frage mich jetzt gerade, schauen wir mal bei einem Striker vorbei, der das Remote Weapon System hat, wie das aussieht. Ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Fahrzeug, wo ist es, ob die Optik hier außerhalb vom Fahrzeug bedient wird oder innerhalb. Ganz ehrlich, sieht für mich außerhalb aus, weil das 50 Cal ist auch außerhalb. Ich lasse die mal die Luke aufmachen. Vielleicht sehen sie es dann besser. Da hatten wir ja vor zwei, drei, vier Minuten hatten wir ja quasi nur Fahrer drin sitzen, aber wir haben jetzt das Team wieder aufsteigen lassen. Nur sehen sie derzeit noch nichts. Mal schauen, ob es daran liegt, dass sie nicht aus dem Fahrzeug rausschauen. Hoffe ich zumindest mal. Okay. Ich denke, das müsste es gewesen sein. Und hier könnte ich natürlich mit einer Javelin arbeiten. Aber es ist es mir nicht. Es ist es mir gerade einfach noch nicht wert, dass ich den mit einer Javelin angreife. Ob es ein Fehler ist, wird sich dann noch zeigen. Führen wir den Zug mal aus. Artillerie feuert. Im Hintergrund hören wir es auch schon einschlagen. Hier ist alles ruhig. Offensichtlich nicht allzu lange. Bleiben wir jetzt erstmal hier. Ich hoffe, ihr findet es so genauso spannender. Oh! Genauso spannender wie ich, dass ich mir einfach nur Teilbereiche des Schlachtfelds anschaue. Okay. Hier rechts wurde noch geschossen. Schauen wir uns erstmal die beiden Teams an. Da hinten kommt das Bravo-Team. Ich höre hier irgendwo feuert jemand. Liebe Zeit. Ah, okay, hier. Da ist russische Infanterie. Da ist das nächste Fahrzeug. Wer hat die gesehen? Die hier. Sie hätten eine AT-4, haben es aber nicht bekämpft. Spul hier mal zurück, was genau hier passiert. War das gar nicht mein Fahrzeug, was er geschossen hat, sondern der Russe? Russen. Gerade hier versucht, mit dem Unterlaufgranatwerfer zu schießen, in dem ist ein Baum hängen geblieben.
Ich verstehe. Infanterie scheint sich auch noch zu bewegen. Also das, die Infanterie, die wir hier bekämpfen, das wird die sein, die von dem Fahrzeug abgestiegen ist. Das heißt, wir haben ja ein Team, ein Squad wahrscheinlich, das abgestiegen ist hier von dem Fahrzeug. Könnte sein, dass es das hier schon ist. Könnte aber auch sein, dass das noch die Reste sind von dem einen Squad, was wir schon bekämpft haben. Okay. Hier wird es gerade nicht weiter viel zu sehen geben, denke ich mal. Wisst ihr was? Wir schauen uns das mal so an, dass wir uns den rechten Bereich noch offen halten, noch keine Einsicht haben. Einfach um es spannender zu machen. Das höre ich gerne, solange es unsere 155 mm ist. Nicht, dass die Russen uns hier was auf den was rüberschicken. In dem Team haben wir jetzt drei Verwundete hier vorne. Ansonsten ist es hier noch ruhig. Haben wir den Turm durchdrungen hier? Das Fahrzeug bewegt sich immer noch. Ja, jetzt setzt sie die Infanterie über. Und zwar nicht zu wenig. Uiuiui, da setzt einiges über. Wird Zeit. Sieht, glaube ich, gut aus, was meine 120mm Granatwerfer angeht. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal hier aus dem Bereich an. Bleiben wir erstmal bei dem Fahrzeug und schauen, was hier passiert. Turm dreht sich jetzt. Ich hoffe, dass zumindest irgendwelche Systeme beschädigt sind, dass der uns nicht unter Feuer nehmen kann. Kann jetzt hier auch keine. Ja, doch, er bewegt sich noch. Aber der Turm bewegt sich nicht. Doch, der Turm hat sich auch bewegt. Also das Fahrzeug ist noch fahr- und wahrscheinlich auch kampftüchtig. Okay. Dann schauen wir uns das Ganze mal aus einer anderen Perspektive an.
Das wäre jetzt ganz interessant. Wir haben jetzt hier. Die Munition ist jetzt hier entweder am Baum geplatzt oder es war tatsächlich die Antipersonell-Munition von den 120mm Granatwerfern. Müssen wir gleich mal schauen, ob die schon geschossen haben. Schauen wir gleich mal zu den Messen hinter. Setzt einiges über hier. Ich überprüfe mal eben meine Mörser, ob die Munition verschossen haben. 50, 50. Bin ich denn schon am Ende? Bau mal zurück ans Ende. Munition 50, 50. Also, doch, der Mörser hat schon geschossen. Die beiden Mörser haben schon geschossen. Okay, dann sind die quasi, dann müssten es die gewesen sein. Wir können uns das mal anschauen. Dann sind es wahrscheinlich die gewesen, die vorhin da quasi in der Luft explodiert sind. Ja. War der Mörser. Zweiter Mörser. Sind immer noch Spotting Rounds. Da hinten haben wir so gerade noch ein bisschen gesehen, wie die Mörsergranate runterkam. Freunde, noch ein zweites Mal. Sieht nicht so aus. Gut zu wissen, dass die ebenfalls schon feuern. Ja. Da ging es raus. Das heißt, dass jetzt, genau in dem Moment, wo die russische Infanterie hier übersetzt, unsere 120mm Mörser genau dort einschlagen, wo die russische Infanterie auch ankommt, hier in dem Waldstück unten. Das ist hervorragend. Puh, okay. Schauen wir nach, ob hier noch was passiert. Ist das zweite Team. Offensichtlich hier kein Feindfeuer. Das Sniper-Team. Die Jungs müssen sich auch mal hinlegen jetzt hier. Schauen wir uns das auch mal aus der Top-Down-Perspektive an. Ich glaube, die Mörsermission wird gut liegen. Sieht gut aus. Sonst keine weiteren Kontakte hier. Ja,
Wahnsinn. Haben wir es wieder geschafft. Eine Minute für eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde für eine Minute, meine ich. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt hier auf die Tube zu drücken. Denn die Planung dauert ein bisschen. Es ist sehr, 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 sehr interessant. Was haben wir denn hier für ein... Ah, das sind die Stinger. Okay, das Symbol habe ich auch noch nicht gesehen in Combat Mission. Ist, wie gesagt, alles neu und sehr aufregend, wie das hier alles funktioniert. Mir macht Spaß, ich hoffe euch auch. Und dass ihr nächste Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative, natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht es gut. Ciao, Pferd, euch Servus.